Hallihallo und willkommen zur 18. Folge des FIFA 14 Karrieremodus mit Hertha BSC Berlin. Und ja, heute geht es erstmal gegen unseren Angstgegner aus Nürnberg. Letzte Saison zwei Niederlagen, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir einfangen können. Zumindest haben wir auf jeden Fall nicht gewonnen. Es könnte sein, dass wir das zweite Spiel unentschieden gespielt haben. Aber auf jeden Fall konnten wir letzte Saison trotz unserer Top 4 Platzierung nicht in und zu Hause gegen Nürnberg gewinnen. Was vor allem auch an Al-Habsidak im Tor, der hat wirklich immer klasse Partien gemacht. Und vorne haben sie einfach große, bullige Stürmer, zumal sie ja Ginczek haben. Das ist der einzige große, bullige Stürmer, den sie haben. Aber das reicht irgendwie schon immer auch ein sehr körperbetontes Spiel gegen die Nürnberger. Und von daher auch meist nicht so einfach. Wenn ihr Karriere spielt, ich denke mal, das werden die meisten machen, die das hier gucken, was ist denn, je nachdem, mit welchem Team ihr spielt, könnt ihr mich auch mal wissen lassen, aber was ist denn euer... ja, Angstgegner, wenn man so will. Gegen welches Team scheint ihr nicht gewinnen zu können, egal was passiert. Lasst mich wissen und ja, würde mich mal interessieren, auf wo es bei euch da so hakt. Bei mir ist es, wie gesagt, also bei der Hertha-Karriere, weil ich zurzeit hier sage, ist es auf jeden Fall Nürnberg und die Bayern natürlich, aber die sind halt auch so ein Team, was ich jetzt noch nicht, eigentlich nicht bezwingen darf, wenn es so ist. Und gegen Nürnberg müssen wir eigentlich immer gewinnen und von daher sag ich mal eher Nürnberg als Bayern. Ja, wir wechseln dann hier dreimal, weil einfach nichts zu funktionieren schien. Wieder 64 Minuten, wir wollten diesmal gewinnen, aber es schien wieder so, als sei es nicht möglich, auf der Linie geklärt oder kurz davor. Dann kommt der Ball nochmal irgendwie zu Lazzaro, zu Wilhena und der probiert es dann und wieder ist Al-Habsi unten und verhindert ein weiteres Mal den Führungstreffer. Ja, kein schlechter Keeper. Nächste Ecke dann allerdings wieder abgefangen. Wieder zweiter Anlauf, diesmal Ronny am Ball und der probiert sich diesmal wieder einen Versuch und wieder Al-Habsi zur nächsten Ecke. Also jetzt die dritte oder vierte Ecke direkt in Folge. Lazzaro, die darf diesmal nicht, sondern diesmal geben wir den Ball zu Ronny. Und wir hatten ja auch Choupo-Moting eingewechselt und der kommt jetzt in Kopfball. Und da ist es tatsächlich in der 71. Minute ist der Bann gebrochen und wir sind gegen Nürnberg in Führung und haben jetzt alle Chancen der Welt, unseren ersten Sieg einzufahren gegen den FC Nürnberg und unseren kleinen Fluch damit zu brechen. Aber Nürnberg hatte noch was zu melden. 83. Minute, nochmal Chandler über außen und der findet in der Mitte Kiyotake. Und der Mann, der bisher immer gegen mich getroffen hat, scheitert nur knapp. Letzte Aktion quasi schon der Partie. Nein, es gab nochmal Freistoß, 95. Minute. Wir können ihn rausklären. Und dann ist Lazzaro auf und davon und hat die Chance, das Ganze hier komplett zu entscheiden. Nach schönem Dribbling rennen ihm nur noch 5 Leute hinterher. Jetzt sind es noch 2. Aber er kommt zum Schuss und verwandelt den Ball nicht. So müssen wir noch ein paar Sekunden zittern. Aber dann ist es endlich geschafft. Unser Neueinkömmling, ablösefrei, aus Mainz gekommen, beschert uns unseren ersten Sieg gegen den ersten FC Nürnberg, hochverdient auf jeden Fall, aber ja, gegen Nürnberg muss man, kann ich glaube ich nur, wenn überhaupt, so ganz dreckige Siege einfahren und kann nicht wirklich hohe Siege erwarten. Wir versuchen jetzt natürlich weiter in der Transferphase unseren nächsten Innenverteidiger zu holen und für mich war es mittlerweile, lief alles auf Kurt Zuma hinaus, war von den Stats her einer der besten, vom Preis her einer der billigsten und von daher sah es schon so aus, als würden wir den nehmen, denn Fabian Schär mit 10 Millionen wollte ich dann doch nicht investieren. 10 Millionen für den Innenverteidiger, wo wir jetzt zwar Bedarf haben an sich, aber letztlich nicht das Nonplusultra, wo ich sage, oh, uns fehlen 1000 Spieler, wir brauchen den jetzt unbedingt. Und das ist der beste Spieler, den es jemals gab. Ja, alles nicht der Fall, deswegen keine 10 Millionen für Shea, obwohl ich ihn eigentlich ganz gerne gehabt hätte. Ihr seht immer noch Bartra, Barcelona, sie möchten ihn, oder Bartra möchte einfach nicht kommen, egal was ich ihm auch gebe für ein Gehalt in seinen Vertrag. Brooks hat dann verlängert, auch ganz schön, also unser einer Innenverteidiger steht weiterhin. Eric Dier, auch den versuchen wir, zwischen Dier und Dings sollte sich das Ganze dann entscheiden, zwischen Dier und Konsuma. Und letztlich werden wir dann gleich sehen, für wen ich mich entscheide und oder besser gesagt, für wen sich die Clubs entscheiden abzugeben und welcher Spieler auch gewillt ist herzukommen, denn bei Bartra merkte man dann doch allmählich, dass er nicht gewillt ist, zu uns zu kommen, sondern er würde gern bei Barca weiter in die zweite Garde machen, soll's mir doch recht sein. Da bekomme ich Angebote für unseren Keeper Stefanos Capino, der zurzeit in großartiger Form ist, wie man sieht, und auch die letzten Spiele ja recht ordentlich gehalten hat bei uns. Dann ist es soweit, das erste Angebot wird akzeptiert. Saint-Étienne möchte nach Aubameyang den nächsten Superstar abgeben. Was heißt Superstar? Zuma ist mit 19 Jahren natürlich noch kein Superstar. Auch wenn in echt ja quasi von allen Vereinen gejagt, die man so
mit jungen Talenten in Verbindung bringen kann, gefühlt. Und von daher scheint er auch in echt ja nicht ganz so übel zu sein. Share weiterhin versuche ich trotzdem irgendwie noch zu, was, ja, irgendwie versuche ich das Angebot doch noch hochzuhalten, denn wenn irgendwie was geht und ich ihn unter 10 Millionen kriegen kann, hätte ich ihn halt doch ganz gerne gehabt. Daher gilt Ähnliches, aber wie gesagt, für Zuma 4 Millionen und sie haben akzeptiert. Und warum sollte ich dann für einen Daher schon 5 Millionen, der ist schon ein Jahr älter, ne, das müssen wir ja auch mal eingestehen, dass Zuma auch noch der Jüngste von allen ist, wahrscheinlich das größte Potenzial haben könnte, ich weiß es nicht genau. Aber mit 19 Jahren und ich weiß ja, dass sein Ultimate Team Rating im 74er-Bereich ist oder im 73er, irgend sowas. Und dasselbe hat er dann im Karrieremodus und von daher weiß ich ja schon, was seine Bewertung ist. Und mit 19 Jahren ist das eine relativ gute Bewertung, ne? Ja, wir spielen unsere nächste Partie gegen Hannover 96. Bei Hannover 96 natürlich eine sehr heimstarke Mannschaft. Also in echt jetzt auf jeden Fall. Und die machen auch das 1-0. Aber am Lappas-Tor wird richtig auf Abseits anerkannt. Dann ist es Adrian für Bakalli. Und der macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Unser Top-Torschütze aus dem letzten Jahr hat er nicht, haben ja nicht viele mitgerechnet, dass wir Bakalli noch auf eins der Torjägerliste von uns persönlich bekommen. Und er macht einfach da weiter und trifft zum 1-0. Schöner Dropkick, trocken abgezogen in die lange Ecke. Und Hannover war damit in Rückstand geraten und musste daran auch ganz schön knabbern. Nächste Aktion, Rodriguez, eine einfache Drehung. Und der neue linke Flügel von uns trifft zum 2-0 in der einen oder in der 50. Minute. Und damit sah es schon sehr gut aus, als dass wir den nächsten Auswärtssieg einfahren könnten und unsere Position oben in der Tabelle weiter festigen. Bakalli dann mit der Ecke, in der Mitte ist Langkamp völlig blank und ganz hinten landet der Ball bei Pierre-Michel Lasogga und der trifft, ich meine, zum ersten oder zum zweiten Mal jetzt in der Saison für uns. Also einer der ersten Treffer für ihn auch. Ich meine, wir sind ganz am Anfang der Saison. Also ja, er macht sein Tor, unser neuer Stürmer, der vorne drin steht und hoffentlich sich noch ein bisschen entwickeln kann. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Jesse Rodriguez dann mit der nächsten Aktion. Ganz hinten steht Bakalli, aber der scheitert. Also der wird der Doppelpack vergönnt, denn er trifft nur den Pfosten. Und so bleibt es weiterhin beim 3-0. Schade, schade, wäre ein schönes Tor geworden. Aber es sollte einfach noch nicht sein für Bakalli. In diesem Spiel zumindest, denn in der nächsten Aktion habe ich ihn rausgenommen, Lasogga, Malander und Dings sind rausgegangen und ja, Bakalli und Langkamp mit dem nächsten Kopfballversuch, aber auch der geht knapp drüber. Wir sind in der 91. Minute, Partie war natürlich entschieden, da macht Philippe nochmal den krassen Fehler, Adrian ist da, Gernd eingewechselt mit dem 4-0, das Ganze war natürlich dann nur noch Formsache. Und auch jetzt nicht mehr allzu spektakulär, auch wenn es eine schöne Balleroberung von Adrian war, der sich damit seine zweite Torvorlage für diese Partie gesichert hat. Ja, damit 4-0, ein recht herber Sieg, vielleicht ein 2 Tore zu hoch, aber uns soll es egal sein, wir sind weiter auf sehr, sehr guten Weg und es scheint wirklich gut zu laufen bisher in dieser Saison. Gut, gegen die ganz großen Gegner hatten wir noch keine Partien und von daher, auch wenn mich Nürnberg für mich einer der größten ist, ne, und von daher mal sehen, wie sich das entwickelt noch, wenn wir auf die richtig guten Gegner treffen, wie Bayern, Dortmund und hier auch im Karrieremodus immer Wolfsburg und Hoffenheim. Also gegen die müssen wir auf jeden Fall noch abwarten, wie es gegen die dann laufen könnte. Wir kriegen ja noch ein Angebot für Holland oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Spricht Holland, Hollande, das ist zwar ein Deutscher, von daher würde ich sagen Fabian Holland, auch ja. Aber den können wir oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben, da wir nur einen einzelnen, sonst noch Schulz als Linksverteidiger haben und ich, wenn dann noch einen ersten Backup brauchte für Holland. Und von daher habe ich es erstmal abgelehnt. Kurt Zuma wird dann akzeptiert, auch von ihm selbst. Er sagt, er möchte unbedingt zu Hertha wechseln. Und in dem Gefallen tun wir ihn natürlich gerne. Und damit heißt unser neues Innenverteidiger-Pärchen zu diesem Zeitpunkt, sollte Scheer oder Dyer nicht doch noch auch kommen. Ja, heißt es zu diesem Zeitpunkt Kurt Zuma und John Anthony Brooks. Ich denke mal, das klingt schon nach einem relativ ordentlichen Verteidigerpärchen mit viel Potenzial noch nach oben, hoffentlich, was sich dann ja in den kommenden Jährchen noch entwickeln könnte und sollte. Wir versuchen weiterhin unser Glück mit Scheer, denn ich dachte, oh, Scheer und Zuma und Scheer und Brooks, es wären schon drei ganz ordentliche Innenverteidiger. Aber als ich dann noch auf Dyer geboten habe, die wollten auch das 5 Millionen angeblich nicht akzeptieren, ist mir auch noch aufgefallen, ich habe jetzt zur Not auch noch Luis Eduardo, den haben wir für 500.000 geholt, sehr, sehr billig. Und auch der ist ja kein schlechter Innenverteidiger. Bisher in den Spielen, die er gespielt hat, hat er sehr gut ausgesehen. Außerdem ist er auch noch jung, hat wohl auch ein bisschen Potenzial in sich.
Und deswegen dachte ich mir, vielleicht einfach nicht noch einen von den großen kaufen, sondern einfach noch so einen jungen ausleihen mit einer kleinen Kaufoption und dann mal sehen, vielleicht lohnt sich das ja mehr. Und ja, deswegen versuchen wir nochmal unser Glück mit Romagnoli. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich über eine Bewertung von euch freuen. Ansonsten hören wir uns natürlich beim nächsten Video wieder. Wir sind zurzeit auf Platz Nummer... Lass mich nicht lügen, ich weiß nicht genau, ihr werdet es jetzt sehen. Auf Platz 1. Ja, nach zwei Spielen, was ich auch gelabert habe. Es waren unsere ersten zwei Spiele gerade. Ich hatte jetzt irgendwas vorweggenommen. Ja, es waren unsere ersten zwei Spiele, da können wir auch noch nicht gegen die ersten guten Gegner gespielt haben. Video ist eh zu Ende. Ich habe so viel Scheiße gelabert, also beende ich es ganz einfach mal. Wir sind nach zwei Spielen ungeschlagen. Perfekter Saisonstart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.